Ja, was kann ich machen, wenn es heiß ist, außer ins kühle Wasser steigen, was natürlich eine gute Option ist. Wir könnten an das Thema Sommerfrische anknüpfen und sagen, kühler wird sofort mit der Höhe. Das ist ja auch ein starkes Argument gegenüber Urlaubern, die bislang vielleicht Italien, Griechenland, die Türkei bevorzugt haben. Eine Chance auch für Österreich zu sagen, hier könnt ihr ohne körperliche Belastungen Urlaub machen. Also mit der Höhe gewinne ich immer an Reduktion der Temperatur und angenehme Verhältnisse. Und der zweite Aspekt wäre, und da kann jetzt auch niemand etwas sagen, der in tieferen Lagen im Burgenland oder so zu Hause ist, der Wald. Also im Wald finde ich deutlich reduzierte Temperaturverhältnisse vor, schonendere Temperaturen, ein Waldklima, das dem Menschen sehr entgegenkommt, höhere Luftfeuchtigkeit, sehr angenehm. Und man könnte das aus dem Japanischen übersetzen und mit dem Waldbaden quasi ein ähnliches Produkt wie unser Wir gehen ins Wasser-Thema anbieten. Waldbaden heißt dort eigentlich meditieren, den Wald erleben mit allen Sinnen. Und die medizinische Forschung zeigt ja, dass das sehr tolle Effekte hat für die Stressreduktion, für die Erholung und auch für das Erlebnis insgesamt.